Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Und wieder Husten. Na, dann wisst ihr wenigstens, ich bin's. Ja, so. Ich werde heute mal gucken, wie sind denn die Energien im März. Ne? Was könnte da so auf uns zukommen? Da habe ich schon mal eine Karte gezogen. So, und da werde ich jetzt mal nachgucken. Ne? Also Ruhe im Chaos, ne? Ist die Karte. Licht- und Schattenkarte von der Lucy Cavendish und Jasmine Beckett Griffith, ne? Du erlebst eine Zeit der Umwälzung und Veränderung, ne? Aber wenn du jetzt überall auf deine innere Stimme hörst und dem Radar folgst, das in deinen göttlichen Zellen schon eingebaut ist, ne? Dann findest du auch sicher den Weg durchs Chaos. Also die alte Welt, so wie wir sie kennen, ist untergegangen. Eine neue muss noch gefunden werden. Ja, die Reise geht scheinbar noch eine ganze Weile im März weiter. Aber verlier nicht den Mut und das Vertrauen in deinen inneren Kompass. Ne, der kommt von Gott. Hör gut hin und folge ihm. Du bist viel anpassungsfähiger, flexibler und auch überlebensfähiger, als du vielleicht denkst. Ne, es kann eventuell ein vergessenes Interesse an den untergegangenen Zivilisationen wie Atlantis und Lemurien vielleicht auftauchen oder Erinnerungen an diese versunkenen Reiche, dass du dich darüber mal informierst, ne? Ja, du stehst mitten in einem gewaltigen Sturm von emotionalem Drama, so überall um dich herum, ne? Die Welt, die du kennst, die verändert sich und sei es auch manchmal nur auf kaum merkliche Weise. Hinter dir liegt Zerstörung, ja, das wissen wir ja alle. Aber du hast das hinter dir gelassen. Doch nun suchst du nach einer neuen Heimat halt, ne, wo du dich zu Hause fühlst. Du wirst sie auch finden, ne, wenn du dich deinem inneren Wissen zuwendest und dich halt eben führen lässt davon, ne. Gott spricht ja mit dir, die Ahnen. Ja, du kannst es, du kannst ohne Land oder Rettung in Sicht bis in deine neue Heimat finden. In dem, wo du nur halt eben darauf vertraust, dass dir das gelingt. Ne? Also wir leben in einer Veränderung. So, jetzt hole ich mal die andere Karte. Ja. Guck ich mal. Ja, wem das noch nicht aufgefallen ist. Ne? So, da hole ich mal die Lenormand von der Angelina Schulze. Hole die mystische Kipper von der Regula Elisabeth Fichter. Für den März und von der Show Roland noch die Krafttiere, habe ich mir mal für den März überlegt. Ne? Und am Schluss natürlich wieder meine Würfel. Ne? So, da gucken wir mal. Ne? Was könnte dann im März so auf das Seelenkollektiv zukommen? Ne? Im Namen Gottes. Was könnte im März auf das Seelenkollektiv zukommen? Ne, im März 23, ne, liebe geistige Welt. Was könnte jetzt im März auf uns zukommen? Was ist wichtig? Im Namen Gottes. Ja, das Alte wird losgelassen, abgestreift. Ne? Ja, deine alte Haut wird abgestreift. Du bist auch für die Heilung bereit. Ne? Das Ganze kann sich schwierig und kompliziert anfühlen. Oder dass du zum Beispiel nur auf Umwegen vorankommst. Ne? Hier geht es aber auch um toxische Beziehungen, ne? Also egal jetzt wo, ne? Ob das auf der Arbeit, in der Familie oder dass du einen Partner hast, ne? Ja? Leute, die wo ihre Verführungskünste ausnutzen, sehr neidisch sind, ne? Ja? Ex-Partner, Partnerin, ne? Ja, die versteckten Einflüsse. Das kann aus deinem Umfeld sein, aber auch in der Öffentlichkeit, ne? Hier stehen Leute im Mittelpunkt, ne, die wo was bewirken wollen. Aber du willst auch gesehen und wahrgenommen werden. Ne? Hier drängt sich jemand ins Rampenlicht. Ne? Will immer im Mittelpunkt stehen, bewundert werden. Ja, aber zeigt nach außen eine Fassade. Das kann in der Öffentlichkeit sein, auch in deinem Umfeld. Ne? Ja, falsche Leute. Aber du gehst definitiv in dein Glück. Ne? Ja, das kann innerhalb in den ersten 14 Tagen sein vom März. Ne?
ja, in deine Freude, in etwas Schönes, günstige, positive Zeit, ne? Ja, und zwar überraschend wirst du im März etwas Schönes erfahren, ein Geschenk, ne? Dann bist du zufrieden, Freundlichkeit, vielleicht Besuch, Einladung, Feier, ne? Ja. Wie geht es denn weiter im März, liebe geistige Welt? Der Veränderung, wo wir da sind. Jo, die wird gut ausgehen, alles wird gut. Du gehst in deine Wunscherfüllung, auch in deiner Klarheit. Du bekommst immer verschiedene Dinge Klarheit, ne? Wirst dich wieder gut fühlen, gehst in deine Erfüllung, ne? Ja, bist beschützt von der geistigen Welt, weil die Sterne stehen natürlich auch für die geistige Welt. Ja, raus aus Unsicherheiten, Unklarheiten, Schwierigkeiten, Missverständnisse, ne? Hier sind Dinge im März auch noch undurchschaubar, ne? Eventuell hast du es mit Ex-Partnern, Rivalen zu tun, schwierigen Menschen, schwieriger Frau, schwieriger Mann, ne? Ja, geht es denn weiter, liebe geistige Welt, im März? Ja, das Schicksal greift ein. Du wirst schicksalshafte Menschen kennenlernen, ne? Also wir haben ja alle Krisen hinter uns, ne? Da waren wir belastet, bedrückt, ne? Schicksalshafte Ereignisse sind passiert und so geht's auch weiter. Du sollst ja in deine Erfüllung geführt werden, ne? Das, was du da mitgemacht hast, das waren sehr unschöne Lernaufgaben, ne? Ja, die haben dir wahrscheinlich auch nicht gefallen, ne? Aber du sollst an dich selbst glauben, ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln, ne? Und der größte Zauber liegt im Glauben an dich selbst. Fühl dich nicht länger als Opfer, ne? Ja, du wirst schicksalshafte Menschen begegnen. Das Schicksal greift jetzt überall ein, ne? So, geht es dann weiter, liebe geistige Welt. Ja, Kommunikation. Um Kommunikation geht's auch im März, ne? Ja, eventuell positive Aufregung, ne? Wenn das Schicksal eingreift und du in deine Wunscherfüllung gehst, ne? Kann auch sein, dass du ein bisschen nervös bist, überdreht bist, ja, dich unter Druck gesetzt fühlst, so im Stress, ne, im März. Ja. Ja, Mangel, dieser ganze Mangel, die Sorgen und Ängste und Zweifel, was kommt da auf mich zu? Da bist du zum Teil unzufrieden, du hast Verluste erlitten, Verzögerungen, das nagt an dir, ne? Ja? Ja, genau. Verluste hast du hinnehmen müssen, ne? Und die nagen halt eben an dir, ne? Wegen falschen, verlogenen Leuten, ne? Die sich selbst und andere betrogen haben, ne? Dir was vorgemacht haben, falsch und hinterhältig waren, ne? Ja? Aber da gehst du ja raus, ne? Du gehst im März, gehst du in Richtung deiner Sehnsüchte, Wünsche und Träume. Ja, du bist doch scheinbar schon bereits auf dem Weg, ne? Du hast dir neue Ziele gesetzt und die werden umgesetzt. Das Schiff bringt dir die Wunscherfüllung, ne? Ja? Kann auch sein, dass du verreist, ne? Also da kommen im März Neuigkeiten auf dich zu. Du knüpfst neue Kontakte, eventuell mit schicksalshaften Menschen, ne? Ja, hier geht's auch um neue Verträge, die wohl da geschlossen werden, beruflich, privat, Mietverträge, ne, Schriftstücke, ja, mit Ämtern, Briefe, ne, ja, Kommunikation, Nachrichten und Neuigkeiten, ne, ja, hier neue Verträge, es geht um Beziehungen, ne, ja, es kann sein, dass du noch an etwas oder jemanden gebunden bist, ne, ja, das könnte aber jemand sein, der wo falsch ist, ne, ja, es geht um Beziehungen, um Ehen, um Verträge, berufliche Verträge. Es geht aber auch um Zusammenhalt mit anderen, dass du wohl dazugehörst, an etwas oder jemanden gebunden bist, ne? Dich im Kreis drehst, ne? Mit manchen Leuten, ne? Wo du nur noch aus Pflichtgefühl handelst, ne? Ja. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja. Ja, du lässt dich aber von der geistigen Welt führen und bist von der geistigen Welt auch beschützt, ne? Ja, genau. Ja, die geistige Welt, die wacht überall über dich, ne? Ja, weil hier kommt nämlich was mit Sicherheit, eine Veränderung, eine schicksalshafte Veränderung, mit der du rechnen kannst, wo dich aber in deinen Erfolg führt, in deine Sicherheit,
wo du wieder ein stabiles Fundament hast und alles. Du öffnest dich auch für etwas Neues, ne? Und lässt dafür das Alte los, befreist dich von Altem, lässt dich nicht mehr von Schuldgefühlen erdrücken, die wo dir diese falschen Leute da eingeredet haben, ne?